schönen guten Abend, meine Damen und Herren. So, heute das Thema ist die Macht der heilenden Gedanken. Ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren verfolgt. Und für mich war das ganz wichtig, diesen Vortrag auch zusammenzustellen, weil ich Ihnen, so wie alle, die schon bei mir voriges Jahr beim Vortrag waren, wissen ja, für mich ist es wichtig, dass ich nicht nur theoretisches, was der Herr dazu, sondern ich möchte Ihnen heute, ich nenne das so, meine Zauberwerkzeuge mitgeben. Denn es ist ganz wichtig, dass das, was Sie heute hören, einerseits auch verstehen, aber noch viel wichtiger ist es, dass Sie das eine oder andere ausprobieren. Denn das ist eigentlich das, um was es geht, weil ich kann Ihnen ja da vorne viel Blödsinn erzählen, ja? Aber mir ist wichtig, probieren Sie es aus und Sie werden dann merken, dass sich da was tut in Ihnen. Und das ist ein ganz ein wichtiges Thema, wo es um unsere Gesundheit geht, wo es um unsere Selbstheilungskräfte geht, wo es ja jeder von uns, glaube ich, recht gut brauchen kann. Und so versuche ich Ihnen auch heute, natürlich ist es nur eine begrenzte Zeit, diese gute Stunde oder eineinhalb Stunden, was wir heute ein bisschen sprechen werden, aber auch trotzdem, obwohl es nur so kurz ist, möchte ich Ihnen schon ein paar gute Impulse heute mitgeben. Vielleicht ganz kurz, bevor ich beginne, alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist eben Harry Gruber, bin seit circa 15 Jahren jetzt, ich komme fast mit der Zeit noch mehr mit, ein bisschen länger sogar schon selbstständig, bin eben im Trainingsbereich tätig, mache sehr viele Coachings, Vorträge auch und auch natürlich viele Seminare, bin da in Deutschland, Schweiz und Österreich unterwegs. Und habe eben eigentlich erst seit vorigen Jahr, seit ich meine Bücher rausgebracht habe, mit solchen öffentlichen Vorträgen angefangen, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich denke mal, ich war früher sonst sehr viel bei Firmen unterwegs und ich denke mal, diese Themen spricht ja eigentlich jeden an oder jeder Mensch sollte eigentlich interessiert sein an solche Themen, wo es um unsere Gesundheit geht. Und das ist mir sehr ein Anliegen und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mit solchen Vorträgen an und ich bin bis jetzt eben sehr zufrieden. Mir macht das sehr viel Spaß und ich will eben sehr viele Leute erreichen und eben diese Werkzeuge weitergeben, weil ich weiß, dass ihnen das sehr gut helfen kann. Das ist, wie gesagt, meine eine Seite, was ich mache. Ich habe aber noch einen zweiten Beruf und zwar, ich bin auch Berufspilot und fliege so circa, ja, das ist nicht immer gleich, so circa 10 Tage im Monat. Bin ich mit solchen Jets unterwegs, auch das macht mir sehr viel Spaß nach wie vor, mache ich jetzt auch schon sehr lang. Und ich kann das mittlerweile sehr gut verbinden. Also ich kann diese Dinge, was wir im Cockpit machen, sehr gut bei den Vorträgen und Seminare einbringen. Das ist wieder ganz eine eigene Welt da vorne bei uns im Flieger, aber das kann ich mittlerweile auch sehr gut vermischen. Und diese Dinge, wo ich glaube, dass das jeder brauchen kann, bringe ich dann auch dementsprechend bei den Vorträgen. Und so hilft mir der Beruf auch sehr gut, wenn es zum Thema Gesundheit geht oder Vorträge oder eben, was wir vorher gesagt gemacht haben, der Weg in die Ruhe, wo es eben darum geht, ein bisschen, wenn man unter Stress ist, wie man ein bisschen runterkommt. Ja, das sind meine zwei Berufe, die ich habe, nur dass Sie ein bisschen wissen, mit wem Sie es jetzt so die nächsten gute Stunde zu tun haben. Aber heute geht es, wie gesagt, um die Macht der heilenden Gedanken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Thema Gesundheit, man liest immer wieder drüber, man hört ja so viel. Aber wenn man selber gesund ist, kommt man oft, oder mir ist früher oft so gegangen, das ist oft so selbstverständlich, dass man gesund ist. Ja? Komischerweise erst dann, wenn man selber was hat. Ja? Und wenn es nur ein bisschen knackst oder knuckst irgendwo, kommt man ein bisschen mit dem Thema in Berührung. Und ganz schlimm ist es auch vielleicht, wenn man im engsten Familienkreis plötzlich wer krank wird, vielleicht schwer krank wird. Auf einmal wird einem bewusst, hoppala, die Gesundheit ist ja gar nicht so etwas Selbstverständliches. Und wenn Sie sich einmal jetzt ein bisschen nachdenken, wenn Sie so an die Medizin denken, vor allem die Medizin, was die in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte eigentlich gemacht hat, ja? Also vor allem die Apparatmedizin, ist ja unglaublich, wenn Sie, einige werden ja in diesem Bereich tätig sein, und wenn Sie schon länger in dem Bereich tätig sind, wie man vielleicht vor 20 Jahren Untersuchungen gemacht hat, wie das oft noch schmerzhaft war, gibt es jetzt schon
tolle Untersuchungstechniken, wo ich nichts mehr spüre und viel mehr auslesen kann. Also es hat sich da medizinisch unglaublich viel getan. Und trotzdem, wenn Sie so nachdenken, die Leute werden immer älter. Man hört ja immer, nicht, das Durchschnittsalter steigt immer an. Aber mir kommt vor, gesünder werden die Leute nicht. Ja, wir leben zwar länger, aber irgendwie, obwohl die Medizin so gut ist, wir werden nicht gesünder. Also dieses berühmte gesund alt werden oder das gesund sterben ist eher selten der Fall. Ja? Und ich möchte mich heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, denn vor allem das Problem in unserer Gesellschaft da im Westen, sage ich mal, wo wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben, ja, wo wir sehr viel Druck haben, von der Arbeit her, aber auch im Privaten. Alles wollen wir machen, das, und es ist ein extremer Stress oft. Und ich habe jetzt eine Untersuchung gelesen von amerikanischen Wissenschaftlern, die haben eine Studie gemacht, ich glaube, 25 Jahre hat die Studie gedauert. Und die haben herausgefunden, diese typischen Zivilisationskrankheiten bei uns. Also Sie wissen ja nach wie vor, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer die Todesursache Nummer 1 bei uns. Dann Osteoporose, Diabetes, Alzheimer ist ja in aller Munde. Das sind so typische Zivilisationskrankheiten, sagt man. Und natürlich die Angstkrankheit Nummer 1, der Krebs. Und beim Krebs ist es leider so, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bis jetzt, wird wahrscheinlich der Krebs bald die erste Stelle werden an die Todesfälle. Also momentan ist ein Herz-Kreislauf. Und die Wissenschaftler haben einmal versucht jetzt in diesen vielen Jahren Ursachen herauszufinden, warum nehmen diese Krankheiten so rapide zu. Und die haben im Prinzip eigentlich nur zwei Ursachen gefunden. Eigentlich ganz einfache Ursachen. Und zwar Stress und falsche Ernährung. Natürlich Umweltbelastung, das waren auch noch Bastelstücke dazu. Ja? Aber Stress und falsche Ernährung, haben die herausgefunden, ist die Hauptursache von diesen typischen Zivilisationskrankheiten bei uns. Und die werden immer mehr. Und ich habe da eine Studie von der WHO, kurz zu Beginn möchte ich Ihnen das sagen, herausgenommen. Da waren 2012 weltweit 14 Millionen Neuerkrankungen an Krebs. Und diese gehen davon aus, dass 2030 fast 22 Millionen Neuerkrankungen sein werden. Nicht schon Leute, die Krebs haben, sondern es kommt jedes Jahr dazu. Und es ist nicht wenig. Ja? Das ist so eine Studie eben von der WHO. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich da ein bisschen informiert, was kann ich tun für meine Gesundheit? Und die einfachste Geschichte, was man tun kann, ist, wir haben alle unglaubliche Selbstheilungskräfte. Nur viele wissen nichts mehr davon oder haben keine Ahnung mehr, dass wir das haben, weil wir meistens, wenn wir krank sind, die Verantwortung sofort abgeben. Irgendwer, meistens der Hausarzt, oder Gott sei Dank haben wir es ja, ich bin ja froh, muss ich auch sagen, ja, aber er wird schon richten. Ein paar Tabletten, ein paar Spritzen, zack, fertig. Und die Sache ist wieder erledigt. Das ist unterstützend sehr wichtig. Aber jetzt käme noch der zweite Schritt dazu, und davon werden wir heute sprechen, wo es darum geht, wie jeder von Ihnen unglaubliche Kraft hat, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dass sie, wenn sie krank sind, wesentlich schneller auch wieder gesund werden. Und das ist möglich, das ist kein Humbug. Und ich möchte Ihnen das heute ein bisschen, wie gesagt, als Impuls weitergeben. Und zwar, der größte Einfluss, habe ich da ein bisschen geschrieben, ist einfach, dass viele nicht wissen, dass unsere Gedanken einen unglaublichen Einfluss auf unseren Körper haben und somit auf unsere Gesundheit. Sie werden das noch nicht wahrscheinlich so glauben, aber ich werde Ihnen jetzt einmal was sagen. Ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen und schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Darf ich Sie bitten, stehen Sie mal alle kurz auf. Genau, sehr brav. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, was wir machen werden. Ganz eine harmlose Geschichte, ja. Ich tue Sie nicht hypnotisieren, gell, brauchen Sie sich nicht fürchten, das ist ganz eine harmlose Sache. Da geht es jetzt nur darum, ich möchte Ihnen was sagen, was Sie
mit ihren Gedanken machen können. Und zwar, wie ihr Körper darauf reagiert. Das ist jetzt eine kleine Vorstellungsübung. Ja? Und ich würde Sie jetzt Folgendes bitten, dass Sie ganz gemütlich, eben wie Sie jetzt stehen, bei Ihrem Sessel, genau, richtig. Und jetzt versuchen Sie mal, den Oberkörper nur ganz gerade zu halten. Ja? Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie beginnen mit Ihrem Kopf, Sie haben nur die Augen offen. Ja? Sie schauen Sie mal mir zuerst zu, was Sie machen, dann machen Sie es selber. Sie stehen gerade dort, Oberkörper ganz gerade. Oberkörper bitte nicht bewegen, sondern wirklich schauen, konzentrieren, Oberkörper bleibt gerade. Und jetzt machen Sie nichts anderes, Sie schauen gerade vor. Und jetzt tun Sie ganz langsam den Kopf nach rechts drehen. Ganz langsam, schauen Sie mir zuerst zu. Und zwar so weit, bis Sie sagen, ups, da tut es jetzt weh. Ja, und da aufhören. Ja? Und wenn es weh tut, lasst es bitte den Kopf so. Und dann merken Sie sich mit den Augen, was Sie dann noch gerade sehen können, ja, in dem Bereich. Das merken Sie sich. Und dann gehen Sie wieder ganz gemütlich mit dem Kopf zurück. Das ist einmal ganz eine einfache Übung. Mir ist aber jetzt nur wichtig, bitte nicht überdehnen, gell? Also wenn es weh tut, bitte aufhören. Ja? Und Oberkörper gerade halten. Probieren wir es jetzt einmal aus. Also Oberkörper gerade und jetzt beginnen Sie den Kopf rechts. Für die Damen das andere links. Also rechts ganz gemütlich den Kopf drehen. Jawohl, ganz gemütlich. Bis irgendwann zum Ziehen anfängt und dann bitte aufhören mit dem Kopf drehen und dann merken Sie sich, was Sie in diesem Gesichtsfeld, was Sie dort sehen, halt abspeichern und merken und dann bitte wieder langsam zurück dran. Ja, genau. Jawohl. Super, alle sind wieder vorne bei mir. Gut, jetzt bitte machen Sie mal die Augen zu. So, jetzt werde ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Und Sie versuchen sich das einfach so gut wie möglich in Ihrer Fantasie vorzustellen. Ja? Auch wenn das wenn komisch ist, was ich Ihnen erzähle, ist völlig egal, in der Vorstellung geht alles. Einfach versuchen, so gut wie möglich vorzustellen. So, also, Augen sind zu. Sie gehen jetzt so dahin, ganz gemütlich, so am Waldesrand entlang, ein wunderschönes Wegerl, so an der Abendsonne, angenehme Temperaturen. Sie hören so ein bisschen die Vögel zwitschern. Sie sind eigentlich total relaxed und gehen gemütlich da diesen Wanderweg entlang. Und rechts von ihnen ist ein Wald und auf einmal bleiben sie stehen und drehen sie ein bisschen um Richtung Wald und da fällt ihnen auf einer hohen Tanne um, sehen sie eine wunderschöne Eule sitzen. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Eule an. Majestätisch sitzt sie da umher. Ein wunderschöner Vogel. Und dann sind Sie fasziniert, was die Eule macht. Die Eule kann nämlich, und zwar, wenn Sie es jetzt genau beobachten, schauen Sie nämlich, wie die Eule plötzlich den Kopf bewegt. Und zwar dreht sie nach rechts und dreht immer weiter nach rechts. Und plötzlich hat die Eule den Kopf komplett einmal um die eigene Achse dreht. Und das ist sensationell, weil Eulen können das. Ja? Und sie sind ganz fasziniert, sie beobachten das, wie die Eule diesen Kopf da komplett einmal um 360 Grad dreht. Und jetzt machen sie ganz was Interessantes. Und zwar in ihrer Vorstellung geht das. Sie möchten das quasi selber ausprobieren, so im Körper der Eule, wie sich das anfühlt, wenn ich den Kopf um 360 Grad drehe. Und jetzt geht es Folgendes. Stellen Sie sich vor, so wie ein Geist, dass Sie aus Ihrem Körper rausgehen, hinaufschweben zu der Eule und jetzt zwängen Sie sich in den Körper von der Eule rein. Ich weiß, das ist ein bisschen eng, aber wenn Sie sich ein bisschen bemühen, geht sich das aus. Also ein bisschen eine, ja, okay, geht sie aus. So, und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt sind Sie drinnen im Körper der Eule. Jetzt sehen Sie sich selber da unten stehen, weil Sie sehen ja durch die Augen der Eule. Und das Erste, was Sie jetzt machen, ist, Sie probieren das aus, wie sich das anfühlt, im Körper der Eule den Kopf um 360 Grad zu drehen. Und Sie machen das nur in Ihrer Vorstellung. Sie schauen nach rechts zurück, immer weiter nach rechts. Und Sie denken sich, schau, ich spüre gar nichts, das geht ja wirklich super. Und jetzt schauen Sie schon um 180 Grad zurück im Wald rein. Und Sie drehen noch weiter den Kopf nach vor, weil Sie sind jetzt im Körper der Eule. Und ja, Sie denken sich, das ist ja sensationell, das tut überhaupt nicht weh.
das macht dir sogar Spaß. Und weil das so spannend ist, probieren Sie das gleich nochmal aus. Nur in Ihrer Vorstellung, das geht, weil Sie sind im Körper der Eule, tun Sie den Kopf nach rechts drehen, immer weiter, immer weiter. Sie schauen schon wieder hinten zurück im Wald eine und Sie dranen noch weiter und Sie merken, das tut gar nicht weh. Das geht. Okay. So, jetzt haben Sie das zweimal ausprobiert. Jetzt bedanken Sie sich bei der Eule. Sagen danke, dass Sie da jetzt im Körper einmal als Gast sein haben dürfen. Und dann schweben Sie wieder außer aus der Eule. Ich weiß, das ist wieder eng, ein bisschen außer, jawohl. Und dürfen jetzt wieder hinein in Ihren eigenen Körper, der jetzt unten steht. Jawohl, genau. Jetzt fühlt sich das wieder ein bisschen besser aus. Ist nicht mehr so eng. Dein Körper kennen Sie jetzt, was wieder drinnen sind. Dann schauen Sie nochmal auf wie zur Eule und bedanken sich. So, und jetzt in der Vorstellung kommen wir wieder hierher in diesen Raum. Lass uns bitte noch die Augen zu. Und jetzt machen wir nur in der Vorstellung nochmal diese Übung, als würde man den Kopf noch immer der nach rechts drehen. Und jetzt machen wir es in der Vorstellung, es hätten so wie eine Gummiwirbelsäule, so wie bei der Eule, hat sie auch nicht weh dann. Ja? Und nur in der Vorstellung machen wir das jetzt einmal da drinnen. Sie haben die Augen zu und Sie beginnen den Kopf nach rechts zu drehen, nur in der Vorstellung und tun ihn noch weiter drehen und noch weiter drehen und Sie merken, ah ja, schau, das funktioniert. Sie, als wenn es eine Gummiwirbelsäule hätte und Sie drehen immer weiter, schauen nach hinten auf die Seiten und auf einmal schauen Sie wieder nach vor. Nur in Ihrer Vorstellung, nur in Ihrer Vorstellung. Und es funktioniert. Denn mit unserem Kopf kann man irrsinnig viel machen. Bei der Eule hat es auch funktioniert. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt würde ich Sie bitten, machen Sie bitte wieder die Augen auf, schauen Sie nach vor und jetzt machen Sie wirklich im Realen die Übung von vorher noch einmal, indem Sie den Kopf nach rechts drehen und jetzt lassen Sie es überraschen, wie weit Sie jetzt kommen. Bitte, geht schon los. Ganz langsam und schauen Sie mal, wie weit Sie jetzt kommen und was Sie jetzt sehen. Ja, genau. Jawohl. Perfekt. Und dann schauen Sie wieder nach vor. Nehmen Sie Platz. So. Jetzt würde mich interessieren, bei wem hat es denn funktioniert, dass Sie sich weiter drehen haben können? Ah, doch bei den meisten. Ah, sehr gut, sehr gut. Ist eigentlich spannend, oder? Ich erzähle Ihnen da eine komische Geschichte von Eule. Ja? Sie stellen sich da was vor und komischerweise reagiert Ihr Körper schon darauf. Ich möchte Ihnen gleich mehr dazu erzählen. Ich möchte Ihnen noch ein interessantes Experiment erzählen, das ein englisches Institut vor vielen Jahren schon durchgeführt hat, wo es um so ein ähnliches Thema gegangen ist, wo es um Vorstellungen, um unsere Gedanken gegangen ist. Die haben eine spannende Geschichte gemacht. Die haben eine Gruppe gehabt von Studenten, ich glaube, das waren an die 65 oder knapp 70 waren das, und diese Studenten haben sie in drei Gruppen eingeteilt. Ja? Der ersten Gruppe haben sie gesagt, liebe Freunde, jeden Tag eine Stunde, ein Monat lang, nehmt ihr ein Expand in die Hand und tut eine Stunde trainieren. Und zwar nicht einfach nur daheim, sondern natürlich im Labor, weil das haben sie mitgefilmt, dass er dann auch schwindeln kann. Der zweiten Gruppe haben sie Folgendes gesagt, liebe Freunde, ihr kommt auch ins Labor, jeden Tag, eine Stunde, ein Monat lang. Ihr macht Folgendes. Ihr tut euch nur vorstellen, als hättet ihr einen Expander in der Hand und tut mental quasi trainieren. Dem haben aber nie einen Expander in der Hand gehabt. Ja? Die haben nur die Aufgabe gehabt, eine Stunde dort zu sitzen und sich vorzustellen, wie es trainieren tun. Das war die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe haben sie gesagt, so liebe Freunde, ihr kommt auch ins Labor, eine Stunde, jeden Tag, einen Monat lang, ihr könnt Zeitung lesen. Dem sind natürlich taugt, nicht? Dem nichts zum tun gehabt. So, nach einem Monat
haben sie die Auswertung gemacht. Und da ist was ganz Spannendes rausgekommen. Die erste Gruppe, die einen Monat lang jeden Tag am Expander trainiert hat, hat einen Kraftzuwachs gehabt, von Muskeln her, von 30%. Die zweite Gruppe, die auch trainiert hat, aber nie einen Expander in der Hand gehabt hat, sondern nur da oben sich vorgestellt hat, als würden sie trainieren, glauben Sie, haben die einen Kraftzuwachs gehabt? 22%. Können Sie sich das vorstellen? Also die Wissenschaftler waren völlig weg, wie der Körper reagiert auf gedankliche Vorstellungen. Die haben nie einen Expander in der Hand gehabt und haben einen Kraftzuwachs von 22% gehabt. Und die dritte Gruppe, die Zeitung gelesen gehabt hat, was glauben Sie, haben die für einen Kraftzuwachs gehabt? Genau, null. Die haben nichts geleistet, also haben sie auch keinen Kraftzuwachs gehabt. Aber das war für die Wissenschaftler eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Und zwar, wie ist es möglich, dass nur durch Vorstellung, durch unsere Gedanken quasi, sich Muskelmasse, die Zellen so verändern können, dass da ein Kraftzuwachs zustande kommt. Und das war damals ein unglaublich interessantes Experiment, weil man hat ja immer schon gewusst, dass man mental sehr viel machen kann mit Gedanken, aber erst dieser Versuch, weil das, der ist dann immer wieder wiederholt worden. Ja, also bei Wissenschaftlern ist es so, wenn die einmal einen Versuch machen, sagen, hey, das kann jetzt aber nicht sein. Ja, also macht man immer wieder, aber das Ergebnis hat sich im Prinzip nie verändert. Also das ist einmal eine Tatsache, dass man nur durch Gedanken den Körper definitiv unglaublich beeinflussen kann. So, schauen wir uns einmal an, wir reden immer so von unseren Gedanken. Was sind unsere Gedanken überhaupt? Im Endeffekt, physikalisch gesehen, sind unsere Gedanken nichts anderes als Energie. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir da, ob wir jetzt blöde Gedanken haben, sinnvolle, gescheite, egal was, ab dem Moment, wo wir Gedanken haben, sendet unser Gehirn Energie aus. Weil ein Gedanke erzeugt Energie. Das kann man mittlerweile physikalisch schon messen. Und was aber spannend ist, wenn Sie was denken und quasi Energie aussenden, können Sie damit sogar Materie beeinflussen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt den Herrn Dr. Masaru Emoto. Ja, ist ein sehr bekannter Wasserwissenschaftler. Der hat in die 80er Jahre, manche von Ihnen werden es sich erkennen, ich möchte es kurz erzählen, einen ganz spannenden Versuch gemacht. Der hat sich beschäftigt eben mit Gedanken, mit Energie und war gleichzeitig ein Wasserforscher. Und der hat natürlich gewusst, Wasser ist ein sehr guter Leiter. Jetzt hat er gedacht, ja, ist es möglich, dass ich, wenn ich mich konzentriere auf dieses Wasser, sende ich ja Gedanken aus. Gedanken sind Energie. Kann ich damit quasi das Wasser beeinflussen? Wie kann ich das messen? Damals haben sie die Messmethoden noch nicht gehabt, aber der hat eine super Idee gehabt. Wir wissen ja, Wasser, wenn es gefriert, bildet es wunderschöne Kristalle. Okay? Und er hat damals schon können mit einem Elektronenmikroskop Fotografien machen. Das waren ja damals die Anfänge. Und er hat sich einfach gedacht, er macht jetzt folgendes Experiment. Und zwar auch unter Laborbedingungen, ist natürlich mitgefilmt worden, weil alles, was wissenschaftlich ist, muss immer genau mitdokumentiert werden. Und der hat eigentlich ganz was Einfaches gemacht. Der hat zwei Wassergläser genommen, ganz normale Wassergläser. Und ein Glasl hat er hingestellt und dann hat er nichts anderes gemacht, dass er sich nur konzentriert hat und hat sich gedacht, nichts gesagt, nur gedacht. Du bist ein gutes Wasser, ich brauche dich jeden Tag. Also alles so positiv, was uns eingefallen ist. Ohne dich gab es kein Leben. Keine Ahnung, was ich sich da gedacht habe. Er hat sich einfach konzentriert auf das Wasser und hat positiv quasi über dieses Wasser gedacht. Sonst hat er nichts gemacht. Das zweite Wasserglas, oder woanders hingestellt, hat das Gleiche gemacht, aber nur negativ. Das heißt, er hat einfach versucht, hat es beschimpft, du grausliches Wasser und die brauche ich eh nicht, dann schmeckt es so grauslich. Keine Ahnung, was jetzt die Woche gedacht hat, aber halt was Negatives, was nicht passt hat. Und dann hat er gedacht so, er hat jetzt mit Gedanken quasi Energie ausgesendet, hat das jetzt das Wasser beeinflusst oder nicht? Und jetzt hat er nichts anderes gemacht, dass er beide Wassergläser auf minus 6 Grad
abgekühlt hat. Ab dem Moment, wo minus 6 Grad da waren, haben sie natürlich aus der Flüssigkeit Wasserkristalle, Eis gebildet. Und da ist was Interessantes zutage gekommen. Ich bin dann da zwei Fotografien mitgenommen. Das eine Wasser, was er positiv quasi sich konzentriert hat, sind solche Kristalle herausgekommen. Das ist eine Fotografie von ihm. Das hat er einfach von dem Wasser gemacht, aus einem Elektronenmikroskop. Und das zweite Wasser, was er negativ beeinflusst hat, haben die Wasserkristalle so ausgeschaut. Sehen Sie den Unterschied? Also diese Kristalline, da ist fast keine Struktur mehr dahinter, im Gegensatz zu dem. Und dem ist eigentlich so quasi als ersten Naturwissenschaftler gelungen, dass er eigentlich naturwissenschaftlich beweisen hat können, wir senden definitiv, wenn wir Gedanken haben, Energie aus und können damit Materie, Wasser ist Materie, beeinflussen. Ja, das war einer der ersten. Mittlerweile ist aber die Physik schon so weit, dass man diese Gedanken mit ganz hochempfindlichen Geräten sogar schon messen kann, diese Energie. Das hat er damals noch nicht kennen. Das war Anfang, ich schätze, um die 80er Jahre. Wenn Sie sich interessieren, Sie brauchen nur Internet, gibt es genug, Dr. Masaru Emoto, da gibt es tausende Fotos, was er gemacht hat, die Jahre danach. Gibt viele Bücher auch dazu. Ist ein, wie gesagt, ein recht spannendes Experiment gewesen. So, jetzt schauen wir weiter. Wir Menschen bestehen aus circa, werden Sie eh mal schon gehört haben, aus 70% aus Wasser. Und jetzt stellen Sie sich eins vor. Sie sind schlecht drauf, Sie ärgern sich, über den ärgern Sie sich. Sie sind vielleicht ängstlich, weil es könnte ja was passieren nächste Woche. Und das ist nicht wegen einem Tag. Ich rede jetzt, über Jahre geht es, vielleicht über Jahrzehnte. Ja, was glauben Sie, wen werden Sie am meisten beeinflussen? Und das glauben die Leute nicht. Das ist eigentlich unglaublich, dass wir uns, obwohl es die meisten nicht wissen, weil es unbewusst ist, ich meine, es will ja keine Angst haben, aber ich habe halt die Angst leider, aber das geht unglaublich, ich beeinflusse damit jede einzelne Zelle meines Körpers, weil ich aus so viel Wasser bestehe. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ich mal bewusst daran denke, wenn ich so schlecht drauf bin, ja, oder wenn ich immer wieder mich über wen ärgere, dass ich da irgendwie versuchen sollte, rauszukommen. Und ich zeige Ihnen heute auch eine Möglichkeit, wie Sie da was machen können, aber ich will Ihnen nur damit sagen, dass Ihnen das heute bewusst wird, wie Sie sich selber mit Ihren Gedanken über das Wasserprinzip beeinflussen können. Positiv als auch negativ. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Sie wissen ja, die Gedanken, die Sie haben, erzeugen ja in uns auch Gefühle, Emotionen. Ist Ihnen schon mal so gegangen? Sie sitzen gemütlich daheim, Wohnzimmer, vielleicht in einem schönen Fauteuil, Sofa drinnen, trinken vielleicht die Achtel Wein. Geht Ihnen eigentlich gut? Und auf einmal kommt da so ein Gedanke daher, oh Jesus, noch nächste Woche. Puh, wenn ich das jetzt noch, passe. Und jetzt geht's los. Ja, wer das überhaupt, komme ich dort überhaupt, was da alles passieren kann? Und auf einmal kommen es von Hundertsten ins Tausendste. Ist Ihnen das schon mal passiert? Und ab dem Moment, wo das aber passiert, ja, spüren Sie das. In der Magengegend, manchmal wird es da oben eng, in der Brustgegend eng. Ja. Jeder hat da seine Spezialgebiete im Körper. Ja. Sie sitzen aber noch immer gemütlich daheim im Wohnzimmer. Da ist noch nichts passiert. Aber was machen Ihre Gedanken? Die führen Sie auf, als wäre der Dritte Weltkrieg. Na, jetzt ganz hart gesagt, verstehen Sie mich? Aber das kennen wir alle, das kennen wir. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, die Gedanken, die wir haben, erzeugen Gefühle in uns. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, welche Gedanken haben wir. Weil je nachdem, welche Gedanken wir haben, so sind wir drauf quasi. Ja? Und ich habe da eben ein paar Dinge hergeschrieben. Ich möchte Ihnen das vielleicht kurz erklären, sehr vereinfacht, aber dass Sie verstehen, warum oder wie funktioniert es, dass Gedanken unsere Gefühle beeinflussen oder dass wir was spüren. Das ist eigentlich ganz ein einfaches Prinzip.
Sie müssen sich das so vorstellen, ab dem Moment, wo wir etwas denken, habe ich ja gesagt, Gedanken ist Energie. Okay? Energie ist ja nichts anderes als Schwingung, physikalisch gesehen. Und diese Energie, diese Schwingung in unserem Gehirn, stimuliert ein Zentrum in unserem Gehirn, wo bestimmte Botenstoffe ausgesendet werden. Noradrenalin, haben Sie schon mal gehört, Dopamin, da gibt es hunderte. Ja? Und ab dem Moment, wo aufgrund dieser Schwingung diese Botenstoffe ausgeschüttet werden, werden die übers Blut im ganzen Körper verteilt. Und das geht übers Blut zu den einzelnen Zellen hin, diese Botenstoffe. Und im Prinzip sind wir alle, wenn wir jetzt zum Beispiel gut drauf sind oder auch schlecht drauf sind, eigentlich nur Botenstoffe-Junkies, sage ich mal. Es ist nichts anderes als ein chemischer Cocktail, ja, der ausgeschüttet wird vom Gehirn. Und wir spüren das, was wir wahrnehmen als Gefühl, sagen wir. Gutes oder schlechtes Gefühl. Und wie stärker diese Gedanken sind, desto mehr Schwingung wird in unserem Gehirn erzeugt. Und desto mehr Botenstoffe werden ausgesendet. Und das ist das, was Sie spüren. Und deswegen kann es auch passieren, wenn Sie daheim sitzen, es ist gar nichts passiert, aber Sie stellen sich was vor, was vielleicht sein könnte, und Ihnen geht es nicht mehr gut. Oder umgekehrt, ich kann in die Vergangenheit zurückgehen, dass ich mich über irgendwen ärgere. Da kann alles schon erledigt sein. Das kann vielleicht schon Monate erledigt sein. Und auf einmal fällt mir wieder das ein und ach, der Sackebäcker, das Dumme. Und dann geht es schon los. Nicht? Und ich steige mir eine und immer mehr steige mir eine. Ich sitze aber gemütlich daheim. Der weiß gar nichts davon, dass ich mich ärgere. Aber Sie spüren es. Man spürt das. Weil die Gedanken diese Schwingung erzeugen und die Botenstoffe eben aussendet. Nur, dass Sie wissen, die Zusammenhänge zwischen Gedanken und Gefühl. So, jetzt kommen wir zum Herz. Der Herz, also das Herz, nicht der Herz, das Herz, ist mir auch drauf gekommen, dass wenn ich sehr stark im Gefühl drinnen bin, dann sendet das Herz elektromagnetische Strahlung aus. Das ist noch stärker wie die Energie von den Gedanken im Gehirn. Das kann man übrigens auch sehr gut messen. Und wie ich das erste Mal gehört habe und mich dann näher mit dem befasst habe, ist mir eigentlich was Spannendes eingefallen, was ich schon lange vergessen habe. Bevor ich angefangen habe, Vorträge zu halten und auch in der Pflegerei, war ich viele Jahre im Reisebüro. Und ich habe noch die Zeit mitgemacht im Reisebüro. Das werden vielleicht einige noch kennen. Wir haben da mit Fernschreiber gearbeitet. Ja, ich bin schon so alt, ich kann nichts machen, aber es war wirklich so, da haben wir da so Lochstreifen gehabt, ja, und haben da mit Fernschreiber gearbeitet. Und ich kann mich erinnern, wie wir dann die ersten Faxgeräte gekriegt haben. Das war Raumschiff Enterprise. Sensationell, ne? Das ist ja super, nichts mehr einspannen, das war ja Faxgerät. Ja, und auf einmal kommen die Computer. Ne? Ja, dann waren wir sowieso schon bei den Klingonen, wenn Sie sich auskennt bei Raumschiff Enterprise. Das war sensationell, das habe ich also wirklich miterlebt. Nur die ersten Computer, wir haben uns total gefreut, dass wir es gekriegt haben. Wir haben damals sehr viele Flugbuchungen gemacht. Und ich weiß noch, wie die ersten bei uns installiert worden sind, Computer. Wir waren natürlich voll begeistert und wir haben ein gutes Geschäft damals gehabt. Und die Leute sind gekommen, wir haben halt gebucht, super klasse. Und ich habe gemerkt, irgendwann, meistens dann, wenn die Bude voll war, bumm, stürzt das Kastel ab. Ja? Kennen Sie das vielleicht auch? Ja, genau. Also hat sich das eh bis heute nicht geändert. Gut. Aber ich habe mir echt gedacht, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein. Dann weiß ich noch, habe ich meinen Techniker angerufen und gesagt, du, es ist echt super, die Computer, mir taugen es, aber jetzt mal, wenn ich es am meisten brauche, geht das Kastel nicht mehr. Ich sage, das gibt es ja nicht. Dann hat er schon gesagt, weißt du was, schreib einmal mit, er muss einmal eine Analyse treffen, wann das passiert. Weil aus dem wollte er vielleicht ablesen, nicht, was da passiert. Okay. Ich habe mir ein Heftel, weiß ich noch, mitgenommen und habe versucht, einen Monat mitzuschreiben. Und jetzt mal, wenn der wieder netterweise abgestürzt ist, ne, habe ich halt aufgeschrieben, wie der passiert. Und ich habe dann so nach 3 oder 3,5 Wochen mir mal, weil ich mal Zeit habe, habe ich mal so durchbladelt, ne, wann der immer abstürzt, der Kabel. Dann denke ich mir, das kann jetzt nicht sein. Der ist jedes Mal dann abgestürzt, wenn die Bude voll war. Das heißt, wenn wir am meisten Stress gehabt haben, ist das Gerät abgestürzt.
Und damals habe ich mir gedacht, ich meine, was ist denn das für eine komische Geschichte? Ich habe ihm das dann auch erklärt. Ich meine, der Techniker hat natürlich gesagt, ja, Ich meine, der hat sich natürlich seinen Teil gedacht. Und die denken mir, das kann das jetzt so viel, das gibt es ja nicht. Aber glauben Sie mir, Jahre später bin ich dann draufgekommen, wie ich mich dann mit dem beschäftigt habe, habe ich erst gewusst, was jetzt passiert ist. Ja klar, wir waren so stark unter Druck, unter Emotionen, und wir haben natürlich elektromagnetische Strahlung ausgesendet. Und wir haben definitiv die Platine von dem Computer beeinflusst. Und deswegen ist er auch jetzt mal abgestürzt, weil wir extrem unter Druck waren. Weil wir unter Druck waren, haben wir ganz viel ausgestrahlt. Und glauben Sie mir das, nicht nur bei Computer, es ist ja halt, jeder Staubsauger hat halt schon eine Platine drinnen, nicht? Wenn Ihnen einmal sowas passiert, denken Sie nach, in welchem Zustand das sind. Ja? Ob vielleicht in einem positiven oder sehr oft in einem negativen emotionalen Zustand. Aber das hängt mit dem zusammen. Sie können damit wirklich hochempfindliche Platine beeinflussen. Und jetzt gehe ich noch weiter. Jetzt haben wir gesagt, die Gedanken, was die machen. Jetzt kommen wir weiter eben zum Herz, dass die Gefühle hier zeigen. Und jetzt kommen wir ganz kurz zur Epigenetik. Wer kennt den Begriff Epigenetik? Das habe ich mir gedacht. Ja? Super. Epigenetik ist ganz klar, dass die meisten das noch nicht kennen, außer man beschäftigt sich mit dieser Materie. Das ist eigentlich, glaube ich, die jüngste Wissenschaft überhaupt. Ein neuer Zweig, das ist eigentlich eine Mischung aus Genforschung und Biologie. Und die Epigenetiker beschäftigen sich mit dem Thema, was unsere Gene tun. Und jetzt erzähle ich Ihnen ganz was Interessantes. Die meisten von Ihnen, was mit dem noch nie was zu tun gehabt haben, mit Epigenetik, haben schon mal gehört, du wirst mit der Gene geboren, da kann man halt nichts machen. Oder? Man hört immer wieder, die Veranlagung, wenn man stärker wäre, nicht? Das sind meine Gene. Das Essen ist wurscht, aber ich kann nichts machen. Das ist genetisch bedingt. Ja? Oder da gibt es noch viele andere Dinge, hört man immer wieder, es tut mir leid, das ist ja alles genetisch bedingt. Wer diese Ausreden die letzten 40 Jahre gemacht hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Die Epigenetik ist draufgekommen, dass wir unsere Umwelt, die Gene beeinflussen können. Und zwar, wir können sogenannte Gene, die Wissenschaftler sagen dazu, einschalten oder ausschalten. Und das ist erst ein paar Jahre alt. Das wissen, glaube ich, viele Ärzte noch nicht, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, dass das nicht eine fixe Geschichte ist, ich werde mit den Genen geboren und da stirbe ich wieder, sondern ich kann diese definitiv beeinflussen. Und ich möchte Ihnen dazu zwei interessante Experimente auch erzählen, die zu dem Thema durchgeführt wurden. Und zwar, ich habe da hergeschrieben, in Japan war das. Die haben ein spannendes Experiment gemacht, und zwar mit Diabetes Typ 2 Patienten. Wissen Sie ja, kennen Sie es ja aus, nicht? Also was Insulin Sie spritzen müssen, weil eben der Körper das selbst nicht herstellen kann. Und die haben folgendes Experiment gemacht. Die haben eine Gruppe hergenommen an Diabetes 2 Patienten und haben zuerst einmal die Zuckerwerte gemessen, also Blutabnahmen und Zuckerwerte gemessen. Ja? Und dann haben wir was Spannendes gemacht. Bevor man es zum Essen geschickt hat, ja, hat man die Gruppen aufteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat sich einen Vortrag angeschaut, eine Stunde lang. Ein bisschen ein Fadenvortrag. Ja, hochwissenschaftlich haben sie sich anhalten müssen. Ja? Die zweite Gruppe hat ein bisschen mehr Glück gehabt. Der hat sich ein Kabarett anschauen dürfen. Und zwar wirklich ein Kabarett, wo die eine Stunde lang eine volle Gaude gehabt haben. So, dann sind die zwei nach einer Stunde zusammengekommen, haben normal gegessen und nach dem Essen hat man wieder die Blut genommen, Blutzuckerwerte gemessen. Und jetzt ist was Spannendes rausgekommen. Bei der Gruppe, die diesen bisschen faden Vortrag sich anschauen haben müssen, sind die Werte üblicherweise, wie sie es eh gewohnt waren, angestiegen, sodass natürlich Insulin spritzen haben müssen. Aber bei der zweiten Gruppe, und das war spannend, ist Folgendes passiert. 82,4%
der ganzen Patienten, was in der Gruppe waren, sind die Werte nur um 50% angestiegen. Das heißt, die, was nur um 50% angestiegen, haben sie nicht mehr spritzen müssen. Und nur die restlichen Prozent, da ist halt mehr angestiegen, den sie wieder spritzen müssen. Und die Wissenschaft haben jetzt herausgefunden, bei dem er das Blut untersucht, auch die DNA, dass bei die 82%, wo der Wert nur um 50% angestiegen ist, sodass sie gar nicht spritzen haben müssen, 23 Gene eingeschaltet waren. Und dann sind sie draufgekommen, diese 23 Gene haben bewirkt, dass sich quasi der Körper selbst reguliert hat. Obwohl das eigentlich ja gar nicht geht, weil die brauchen Insulin, aber der Körper hat sich so reguliert, dass die Werte nur um diese 50% angestiegen sind. Und das haben sie darauf zurückgeführt, dass aufgrund dieser Stunde, wo die gelacht haben, wo sie echt Freude gehabt haben, ja, haben sie diese Gene paar eingeschaltet. Und die, was da eingeschaltet waren, diese 23 paar, haben anscheinend dafür gesorgt, dass sich der Körper vom Grund vom Essen wirklich selbst reguliert hat. Und das war eine Sensation damals. Ja? Und ein ähnliches Experiment haben sie auf der Stanford-Universität in Amerika durchgeführt. Und zwar, da haben sie jetzt keine Diabetes-Typ-2-Patienten genommen, sondern ganz normale Leute von der Straße quer durch die Bank genommen. Ich glaube, das waren auch um die 100. Und haben ihnen gesagt, sie möchten gerne mal bei jedem ein Blut abnehmen. Also mal jedem ein Blut abnehmen. Und dann haben sie ein Buffet aufgebaut gehabt. Und zwar ein Buffet mit die alles Süßigkeiten. Ja. Torten, Schlag, also wirklich wum, wum, ein paar Kalorien halt. Nicht? Dann haben sie gesagt, sie können sich da frei bedienen. Nur wer fertig ist, war das Einzige, der müsste wieder hingehen und ist nochmal Blut abgenommen worden. So, ja, okay, die haben das gemacht. Gegessen, Blut abgenommen und gleichzeitig, wie es dann fertig waren mit der Schlemmerei, haben sie ein Interview gemacht. Und zwar ist da einfach nur gefragt worden, wie es ihnen gegangen ist, wie es ihnen geschmeckt hat, ja, also wie ihnen das taugt hat. Und dann haben sie die Auswertung gemacht. Und auch da haben sie eigentlich was Spannendes herausgefunden. Beim Interview haben ein paar Leute gesagt, also das, so dort haben sie schon so lange gegessen, sensationell. Und einfach wirklich, die haben das genossen und gesagt, bitte wieder einladen, weil das war sensationell. Aber es hat sehr viele gegeben, die auch gesagt haben, ja, war gut. Aber Gewissensbisse, bis der Narisch. Jeder Decker haben schon gemerkt, dass er anschlagt. Ja. Die haben schon gegessen, aber haben gewusst, jetzt kann ich wieder zwei Tage fasten. Das haben sie, wie gesagt, beim Interview rausgekriegt. Und jetzt haben sie verglichen die Blutwerte mit den Leuten, die gesagt haben, nicht, einfach gegessen, ohne Vorteile, also super klasse, hat alles hingehauen, und die, was Gewissensbisse gehabt haben nachher. Und da ist was Spannendes rausgekommen. Und zwar, das Immunsystem, das haben sie vorher auch schon gemessen bei den Leuten, ja, hat sich bei den Leuten verschlechtert, die Gewissensbisse gehabt haben beim Essen. Und das Immunsystem hat sich bei denen verstärkt, die gesagt haben, ma, das war gut. Und haben das einfach wirklich völlig so von der Leber weg gegessen. Und das hängt auch wieder zusammen, weil die haben natürlich die DNA auch untersucht und haben gesehen, dort, wo sich die Immunwerte verbessert haben, also wo das Immunsystem quasi stärker geworden ist, haben sich bestimmte Gene eingeschaltet und ausgeschaltet, die vorher nicht eingeschaltet und ausgeschaltet waren. Deswegen ist man jetzt wieder draufgekommen, dass wir definitiv, je nachdem, was wir denken über etwas, unsere Gene beeinflussen können. Und das wieder natürlich unseren Körper sehr stark beeinflusst. Und Sie haben wahrscheinlich das ja auch schon mal gehört. Wenn man oft einen Schock hat oder wenn man sich aufgeschreckt hat, dass man weiße Haare kriegt. Hast du das schon mal gehört? Das passiert. Und das ist aber genau der Effekt, wo aufgrund von einer ganzen starken Emotionalität Gene ausgeschaltet werden und andere eingeschaltet werden und diese Proteine definitiv einen chemischen Prozess ausleiten und man sieht es, dass man quasi wie über Nacht weiße Haare kriegt. Und das hängt genau mit dem Ein- oder Ausschalten der Gene zusammen. Das hat man hat zwar früher gewusst, dass das so ist,
Aber man hat das von der Genetik her nicht bestimmen können. Und diese Epigenetik, das ist das Spannende, beschäftigt sich eben mit diesem Thema. Und das ist aber ganz eine junge Wissenschaft. Ich bin überzeugt, dass da noch viel mehr dahinter kommt. Ja? Aber das weiß man mittlerweile schon, dass wir sehr wohl Einfluss auf unsere eigenen Gene haben. So, warum sage ich Ihnen das? Bitte merken Sie sich das also. Gedanken erzeugen unsere Gefühle und die hinterlassen immer Spuren in unserem Körper. Und wenn das negative Emotionen sind, nicht wegen einmal oder wegen, ich weiß nicht wie lange, aber wenn man das auf Jahrzehnte sieht, beeinflusst es leider auch dementsprechend negativ meinen Körper. Das heißt, unsere Gedanken und Gefühle haben einmal einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit. So, eins haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Wo Sie Ihre Aufmerksamkeit hinrichten, dort fließt auch die Energie hin. Der Dr. Masaru Emoto war ja der Erste, ne? Der hat die Aufmerksamkeit aufs Wasser gerichtet, hat sich konzentriert und das Wasser hat sich von den Kristallen her definitiv verändert. So, und ich sage jetzt immer, ich nenne das halt aktive Gedankenkontrolle. Und das möchte ich Ihnen halt mitgeben. Es wäre extrem wichtig für unsere Gesundheit, dass wir immer öfters und fangen es klar an, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, diese aktive Gedankenkontrolle anwenden. Und was Sie da machen können, werde ich Ihnen jetzt oder heute noch ein bisschen erklären. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nehmen wir ein Beispiel her. Wir sind, ja, ich sage jetzt einmal, gehen wir von einer harmlosen Geschichte aus, man ist verkühlt oder hat eine Grippe gekriegt, wie es halt so oft ist, also nichts Orgs. Aber meistens, nicht, wenn man Kopfweh hat oder schlecht oder ein bisschen Fieber, geht es einem nicht gut, ja? Es tut ein bisschen weh. Und dann bin ich überzeugt, denken Sie einmal nach, Sie sind im Arbeiten und das gehört noch gemacht und auf einmal, auf die Nacht, 38, 8 Fieber, Kopfweh, nein. Hinlegen, ich habe keine Zeit zum krank sein. Und dann gehen Ihnen alle Gedanken so durch den Kopf. Und es kann auch sein, dass so solche Gedanken kommen, was ich da geschrieben habe, nicht? Ich bin ja so krank, weh tut mir alles, leiden muss ich so viel, dann kommt der berühmte Armprozess, ich bin ja so arm dazu. Egal, das sind einfach so Dinge, die kommen aus dem Unterbewusstsein. Denkt Sie mal noch, das ist normal, das ist menschlich. Aber wenn Sie diese Gedanken haben, wissen Sie, was da passiert im Körper? Sie kommen in negative Emotionen. Jetzt tut Ihnen das eh schon weh, wenn Sie ein bisschen nicht krank sind und Fieber haben und Kopfweh haben. Jetzt kommen so, jetzt kriegst du auch noch eine negative Emotion dazu. Und jetzt geht's los. Jetzt geht es Folgendes los. Jetzt kommen Sie von dem in die Emotionen. Also nicht nur, dass weh tut, definitiv, kommt auch der emotionale Schmerz für die Gedanken dazu. So, und damit sind wir jetzt wieder bei den Genen. Weil wenn Sie schlecht drauf sind, beeinflussen Sie die Gene ganz klar auch gleich, als wenn Sie positiv drauf sind, ist ja klar. Und jetzt passiert Folgendes, ohne dass Sie das wollen, fahren Sie Ihr Immunsystem nieder. Das heißt, Sie wollen ja eigentlich, dass ein gutes Immunsystem, dass Sie wieder schnell gesund werden. Wenn Sie aber in diese negativen Emotionen drinnen sind, tun Sie sich eigentlich selber sabotieren, weil das Immunsystem eher schwächer wird und dadurch dauert es länger, bis Sie wieder gesund werden. Verstehen Sie den Zusammenhang? Aber das denkt keiner. Deswegen ganz wichtig, immer wieder daran denken, die Energie fließt dorthin, wo meine Aufmerksamkeit ist. Und wenn meine Aufmerksamkeit dort ist, dass ich so ein armes Haschel bin, dass ich halt schon wieder krank geworden bin und mei, bin ich arm. Na, ist ja normal, nicht? Dann lenkt aber genau die Aufmerksamkeit auf diese Energie. Mir geht es nicht gut dabei, weil ich tue mir selbst für mitleiden, ja? Aber damit sabotieren Sie sich selber. Also bitte, tun Sie in Zukunft, auch wenn Sie nur Kleinigkeiten haben, ja? Wenn Ihnen irgendwas wehtut, nicht steinigen, und das kann ich nicht sein, mein Kopf da ist, er mein Kopf da ist, ein Witz. Und ich schimpfe mich, ja, das ist ja Frechheit, der darf ich nicht wehtun. Ist nicht gut. Sondern in Zukunft machen Sie es anders. Das ist nur ein Vorschlag von mir. Und ich weiß, das muss man vielleicht ein bisschen üben, und da sollte man sich mal einen Zettel hinlegen, weil sonst mache ich das nicht.
Aber bitte probieren Sie es aus. Und zwar, dass Sie das jetzt in eine positive Richtung lenken. In eine positive Richtung lenken heißt, dass Sie einmal vielleicht überhaupt einmal draufkommen, ups, was denke ich jetzt gerade? Ich war ja damals beim Vortrag von Harry Gruber, der hat mir das genau gesagt. Das wäre schon super, wenn Sie da hinkommen. Also wenn Sie mal verkühlt sind das nächste Mal, ja, dann haben Sie schon den ersten Schritt gemacht, dass Ihnen einmal bewusst wird, dass Sie überhaupt solche Gedanken haben. Okay, das wäre einmal das Erste. Und wenn Sie das sagen, gut, aber jetzt werde ich das einfach, jetzt werde ich das ein bisschen umformulieren. Jetzt tun Sie mal nicht unbewusst immer das zulassen, was da kommt an Gedanken, sondern jetzt tun Sie mal bewusst quasi die Gedanken verändern. Das ist ein bisschen eine Übung, aber Sie glauben gar nicht, was Sie damit erreichen. Sie könnten zum Beispiel statt dem Jammern die Gedanken so verändern, dass Sie sich das vorsagen. Gut, ich habe zwar jetzt ein bisschen Schmerzen, aber ich vertraue meinem Körper, vom Tag zu Tag wird es besser. Ich bin überzeugt, das hat noch keiner getan. Weil jeder jammert nur, wenn er krank ist. Ist ja auch normal, ich will Gottes Willen nicht. Ich war ja früher auch so. Ja. Doch probieren Sie es einmal, dass Sie das quasi, Ihre Gedanken wirklich ganz bewusst umformulieren. Das haben Sie in der Hand. Sie müssen sich mal vorstellen, auch wenn Gedanken aus dem Unterbewusstsein kommen, Sie sind denn nicht hilflos ausgeliefert. Ich zeige Ihnen dann gleich eine Übung, wo Sie mit den Gedanken aber ordentlich arbeiten können. Ich zeige Ihnen das dann gleich. Ja. Probieren Sie das einmal aus, dass Sie das positiv formulieren. Auch wenn es Ihnen schlecht geht, ja, auch wenn was weh tut. Sagen Sie einfach, okay, das tut jetzt ordentlich weh, aber ich vertraue meinen Körper, das wird schon wieder werden. Einfach so, in Ihren Worten, ja, das ist nur ein Beispiel. Sie können das auch so machen, wie ich da geschrieben habe, ich danke all meinen Zellen, habe ich da geschrieben, dass sie mich wieder schnell gesund machen. Jetzt weiß ich sicher bei einigen, jetzt kommt der Saboteur. Oder so der Verstand, na hallo, jetzt tut mir das weh und das weh, bin eh schon da unten fertig, jetzt soll ich sagen, danke, danke schön, super. Ja, genau das ist es, das haben Sie noch nie gemacht. Und glauben Sie mir das, wenn Sie das so machen, passiert Folgendes. Jetzt denken Sie mal, was ich Ihnen vorher erzählt habe. Wenn Sie das so erzählen, also Ihre Gedanken, dann lösen diese Gedanken eine Schwingung aus. Jetzt wird nicht, kommen Sie nicht in negative Emotionen, sondern in positive Emotionen. Positive Emotionen, habe ich Ihnen erzählt, löst bei den Genen was aus. Ja? Das heißt, es werden welche ein- und ausgeschaltet. Und jetzt passiert Folgendes. Mit diesem Blödsinn, was Ihr Verstand oder Saboteur Ihnen jetzt sagt, können Sie Ihre Gene so beeinflussen, dass Ihr Immunsystem wirklich stärker wird. Und ab dem Moment, wo Ihr Immunsystem stärker ist, werden Sie viel schneller gesund werden. Verstehen Sie das? Ich weiß, das klingt jetzt, ich habe das alles selber, und glauben Sie mir das, ich bin der ärgste Skeptiker. Ich meine, da bin ich ein bisschen Pilot und Techniker, bei mir gibt es nur On und Off. Ja. Aber ich bin einer, der extrem neugierig ist. Und wie ich euch das einmal gelernt habe und die Zusammenhänge verstanden habe, haben wir gedacht, okay, das soll so einfach sein und ich muss halt alles ausprobieren. Und ich habe dann wirklich an mir ganz viel experimentiert. Und ich kann Ihnen Sachen erzählen, was ich da erlebt habe, das ist unglaublich. Und ich weiß es, dass das funktioniert, dass es wirklich funktioniert. Ich habe das auch sehr vielen Leuten in meinem Coaching weitergegeben, die, wenn es jemand ausprobiert, funktioniert. Das Hauptproblem ist, Sie sitzen halt da. Manche werden sagen, hä, Blödsinn. Andere vielleicht, okay, probiere ich aus. Aber in einer Woche haben sie es vielleicht schon wieder vergessen. Und jetzt werden sie krank, im September, Oktober, Grippewelle, haben sie das schon wieder alles vergessen. Ich sage es Ihnen nur, wie es ist. Also deswegen denken Sie an mich. Ja? Denken Sie an mich und vielleicht fällt Ihnen dann das ein. Das wäre die Idee dahinter. Okay? Gut, das ist jetzt nicht Eigenwerbung, sondern ich meine das wirklich für Sie, das wäre nicht schlecht. So, gut, das meine ich jetzt mit aktiver Gedankenkontrolle, ja? Dass Sie das nicht zulassen, wenn da oben nur, und ich bin so, und das ist so, und steinigen selber wieder, was Sie arm sind. Nein, unterbinden Sie das. Probieren Sie es einmal umzuformulieren, ganz bewusst umzuformulieren. Und jetzt
Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich Ihnen noch einen ganz wichtigen Punkt sagen, weil ich habe Ihnen ja gesagt, der Verstand, der Saboteur, wird sofort dagegen arbeiten. In der Heilung, wenn es um Selbstheilung geht, und ab dem Moment, wo Sie die Immunkräfte, also das Immunsystem stärkt, wird Ihr System, das Selbstheilungssystem, unglaublich angeregt. Und heilen tun nur Sie sich selbst, sonst gar niemand. Und je stärker Sie die Selbstheilungskräfte durch solche Dinge aktivieren, desto schneller können Sie Krankheiten heilen. Und ich rede jetzt nicht nur vom Schnupfen oder von der Grippe, sondern es gibt mittlerweile Millionen bestätigte Fälle, wo Leute schulmedizinisch völlig abgeschrieben waren, überhaupt keine Überlebenschance gehabt haben, die pumperl gesund geworden sind. Und bei allen hat man das Gleiche festgestellt. Die haben völlig ihre Denkweise verändert, ihr Leben verändert, ja? Und dadurch sind völlig andere Gehirn, also neuronale Muster entstanden, dadurch auch andere Gene aktiviert worden und die sind auch gesund worden. Und das kann aber jeder. Jeder Mensch hätte die Kraft, so viel Selbstheilung in sich zu haben, wenn ich zum Beispiel eine Krankheit habe, wo die Schulmedizin sagt, es tut mir leid, keine Chance, könnte sich jeder selber heilen, wenn er wüsste, was er tut. Ja? Und das wissen viele leider nicht. Und das Wissen allein, muss ich sagen, ist auch noch nicht die Rettung, denn es geht um die Umsetzung. Ja? Und da hapert es beim meisten. Aber es ist definitiv erwiesen worden, wenn jemand das Wissen hat, wenn er es umsetzt, dann passiert so viel im Körper, dass sich der Körper, und da kann eine typische Krebssache, wenn noch so viele Metastasen im Körper sind, sich selbst heilen. Aber ich will Ihnen damit nur sagen, dass für die Heilung, was ich da geschrieben habe, der Glaube extrem wichtig ist. Und das ist oft bei vielen das Problem, dass ich jetzt sage, ja, soll ich das jetzt ausprobieren? Nee, aber wenn der Doktor sagt, das ist nicht gut, nicht? Und nein, und vielleicht, Und dann habe ich schon wieder so einen Saboteur in mir drinnen und das wird eh nichts helfen. Ja, dann hilft es auch nichts. Weil wenn ich nicht daran glaube, dass ich gesund werden kann, wird es nicht funktionieren. Und wir kennen, glaube ich, ja alle Placebos. Ja? Das ist ja auch die Geschichte, dass Ärzte, oder nicht nur Ärzte, Heiler generell, egal was das jetzt sind, Naturheilkunde, Energetiker, haben eigentlich eine unglaubliche Verantwortung. Denn wenn ich ein Vertrauen in meinen Arzt oder in meinen Heiler habe und der sagt mir, das ist so, dann tut der Glaube in mir wirklich dementsprechend was verändern, positiv oder negativ. Und bei den Placebos, bei den berühmten, nicht, wo der Arzt oft ja gar nicht weiß, ist er Placebo oder nicht, bei den Doppelblind-Studien, gibt er dem und sagt, du, das 2 Wochen. Völlig neue Geschichte, die besten Erfahrungen. Wenn du das 2 Wochen nimmst, wirst du sehen, sind die Symptome weg. Und fast über 90% sind die Symptome weg. Der hat aber Zuckerlutsch-Geschichte gekriegt. Ja? Da ist überhaupt kein Medikament drin gewesen. Nur weil der Arzt oder der Heiler seines Vertrauens gesagt hat, das ist so. Deswegen immer daran denken, der Glaube ist extrem wichtig, wenn es darum geht, auch Selbstheilungskräfte in sich zu aktivieren. Aber merken Sie sich eins, was ich vorher schon gesagt habe. Der Arzt, der Heiler, ist nicht derjenige, der Sie heilt, sondern wir heilen uns immer selbst. Der Arzt sorgt dafür, natürlich, wenn ich jetzt mir einen Arm gebrochen habe, durch die Maschinen, sehr gut. Aber dass jedes Gewebeteilchen und Knochen und Muskel zusammenwächst, macht mein Körper. Okay? Wir dürfen das nicht vergessen, sondern wir selbst heilen uns. Ganz ein wichtiger Punkt. So, das ist mein Freund. Von dem habe ich heute schon mal erzählt. Der Saboteur, der innere Schweinehund, so diese negativen Gedanken. Und der meldet sich meistens, vielleicht auch heute, wenn ich sowas erzähle, dass sie das einmal ausprobieren sollen, bin ich überzeugt, aber der Verstand ist einfach so programmiert, der kann gar nicht anders, dass er sagt, na hallo, das soll jetzt funktionieren, so einfach soll es funktionieren. Und der sabotiert sie.
Und dann kann es sein, dass sie sagen, hast du recht, ja, brauchen wir gar nicht ausprobieren. Gut, essen wir ein paar Tabletten, ist viel einfacher. Aber so läuft es ab, leider. Probieren Sie mal, den Freund ein bisschen auszuschalten mit negativen Gedanken. Und da gibt es ein einfaches Training. Und das müssen Sie ein bisschen üben. Das ist nicht viel Arbeit, aber ein bisschen Arbeit ist dahinter. Dann können Sie den in den Griff kriegen. Und zwar, ich nenne die Methode die Gedanken-Kontra-Methode. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ich werde es Ihnen gleich erklären, wie das funktioniert. Denken Sie mal wieder nach, das ist Ihnen sicher schon ein paar Mal passiert, angenommen, Ihre Tochter oder Ihr Mann oder egal wer hat nächsten Donnerstag einen Termin irgendwo um 10 Uhr. Ja? Und jetzt kann es sein, dass da so Gedanken plötzlich hochkommen, hoffentlich passiert nichts beim Autofahren oder wenn er fliegen muss, noch gefährlicher, nicht, um Gottes Willen. Und dann kommen jetzt so Gedanken und Sie machen sich Sorgen. Ab dem Moment, wo Sie sich Sorgen machen, brauche ich Ihnen nicht erzählen, was passiert. Sie spüren schon wieder, haben wir ja erklärt. So, aber ich glaube, keiner von Ihnen ist noch auf die Idee gekommen, dass er diese Gedanken, die Sie da gehabt haben, einmal hinterfragt hätten. Ja, entspricht das überhaupt der Wahrheit, was ich da denke, was mir Gedanken da geschickt werden? Können Sie mit Sicherheit sagen, was nächsten Donnerstag um 10 Uhr Vormittag passieren wird? Nein, das hat noch keiner hinterfragt. Aber Sie stellen sich das in allen Farben vor, was passieren könnte. Und deswegen geht es Ihnen schlecht. Jetzt gibt es diese Übung. Und zwar, Sie geben quasi diesen negativen Gedanken da durch den Kopf schießen, Kontra. Sie geben Kontra, deswegen habe ich das Gedanken-Kontra-Methode benannt. Wie gehen Sie da vor? Ich weiß, jetzt kommt wieder der Verstand, was soll denn das wieder funktionieren? Bitte, lassen Sie ihm ruhig denken, tun Sie sagen, ja, passt schon, kannst du eh tun, oder das Ego, ich weiß nicht, was sich bei Ihnen rührt. Aber ich würde Sie bitten, probieren Sie es aus. Weil wenn Sie es ausprobieren, werden Sie merken, dass sich was definitiv verändert. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gemacht, was ich Ihnen jetzt sage. Wie funktioniert das? Wichtig ist, bevor Sie das anwenden im Ernstfall, sollten Sie Trockentraining machen. So ähnlich wie wir. Wir müssen alle halben Jahr in den Simulator gehen. Ja? Und da 4 Stunden lang geben uns die Prüfer da alles, was wir im richtigen Flieger hoffentlich nie erleben werden. Wir tun uns quasi vorbereiten auf den Ernstfall. Und wenn dann der Ernstfall eintritt, machen wir das, was wir im Simulator gelernt haben. Wir sind auf das trainiert. Das ist der Sinn und Zweck. Und das wäre bei der Übung auch cool. Ja? Dass Sie nicht warten, bis wirklich der Ernstfall ist und wenn Sie sich ärgern oder wenn Sie Sorgen haben oder Ängste und wie geht das noch, dann kann ich Ihnen sagen, wird das nie funktionieren. Probieren Sie es einmal ganz harmlos aus. Und ich habe so angefangen, ich mir denke, ich muss das jetzt einmal ausprobieren. Ich soll jetzt meine Gedanken beobachten. Das klingt ja auch schon verrückt, ich soll meine Gedanken beobachten. Aber das geht. Sie setzen sich mal hin, an einen ruhigen Platzerl und nehmen ganz wichtig ein Blattl Papier. Und dann setzen Sie sich hin und probieren einmal den Gedanken, was Ihnen bewusst wird, dass Sie den aufschreiben. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal das gemacht habe, war ich voller Begeisterung und habe gedacht, das muss ich jetzt ausprobieren. Ich tue einmal meine Gedanken bewusst beobachten, was ich da für ein Blödsinn denke. Gut, habe mich hingesetzt, habe ein Blattl Papier genommen. Ich habe mir gedacht, okay, was denke ich eigentlich immer so? Genau. Glaubst du, da war einer daherkommen? Das gibt es ja nicht. Aber ich habe keine 10 Sekunden warten müssen, ist schon so, hey, was tue ich da? Was tue ich da? Habe ich schon aufgeschrieben. Okay? Also lassen Sie sich nicht täuschen oder verleiten, die Gedanken sind ja oft ganz gefinkelt. Also es kann sein, dass Sie es hinsetzen, dass wirklich kein Gedanke kommt. Aber es geht nicht lang, sondern irgendwann kommt einer. Schreiben Sie einfach wirklich mit und wenn es noch so ein Blödsinn ist, was Sie denken. Sie brauchen das in niemandem herzagen. Ja? Also Sie müssen das nicht veröffentlichen nachher, was Sie denken, sondern das bleibt alles bei Ihnen. Aber mir geht es mal darum, das haben Sie noch nie gemacht und das ist echt komisch am Anfang, wenn ich sage, ich tue jetzt meine eigenen Gedanken beobachten. Und dann, was fällt mir jetzt ein? Schreiben Sie es auf. Und wenn Sie das aber ein bisschen im Trockentraining gemacht haben, dann werden Sie es gewohnt. Und das wollen wir haben. Also ein bisschen im Trockentraining machen. Das können Sie immer machen, wenn Sie beim Arzt sitzen oder irgendwo warten, wo Sie eh nicht wissen, meistens fällt Ihnen da so ein Blödsinn ein.
Super, dann schreiben Sie es auf, den Blödsinn, was Ihnen noch da einfällt. Das ist das, was Sie beobachten, okay? So, und dann machen Sie Folgendes. Dann schauen Sie sich mal die Gedanken an, was Sie da aufgeschrieben haben. So, was auf dem Zettel steht. Und dann machen Sie nichts anderes. Jetzt beginnen Sie das zu hinterfragen. Kann das sein, dass das so ist, was ich da jetzt gerade gedacht habe? Das haben Sie sicher noch nie gemacht. Glauben Sie mir das? Und bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, nächsten Donnerstag um 10 Uhr ist irgendwas. Und wenn Sie jetzt nachdenken, was Sie sich alles ausdenken, nicht? Um Gottes Willen und das und das erste Mal ist er dort und was da alles passieren kann, ja, das haben Sie alles aufgeschrieben. Dann beginnen Sie das zu hinterfragen. Moment, kann ich jetzt sicher sein, dass da jetzt er da ein Problem oder sie ein Problem hat? Nein, das ist ja eigentlich nur im Kopf, in meiner Vorstellung. Ich weiß es ja gar nicht, ob da jetzt was ist. Und wissen Sie, was da jetzt passiert? Wenn Sie das machen, ab dem Moment, wo Sie das hinterfragen, was Sie da aufgeschrieben haben, passiert Folgendes. Diese Gedanken verlieren an Kraft. Weil das haben Sie noch nie gehabt, dass Sie sich quasi in Frage gestellt haben, was Sie da denken. Das ist völlig neu für das System da oben. Und ab dem Moment verliert das an Kraft. Und jetzt passiert aber, jetzt geht das Schlag auf Schlag. Wenn das an Kraft verliert, wird weniger Schwingung natürlich erzeugt. Wenn weniger Schwingung erzeugt wird, wird weniger Botenstoffe ausgesendet und Sie spüren es unmittelbar im Gefühl. Das heißt, wenn Sie mal so negative Gedanken haben, wenn Sie sich ärgern, wenn Sie sich Sorgen machen, wenn Sie Ängste haben, schreiben Sie das bitte auf und dann tun Sie mal hinterfragen, Kontra geben. Hallo? Warum bildet ihr mir das ein? Ich kann ja gar nicht in die Zukunft schauen. Verstehen Sie? Tun Sie so reden, wirklich, tun Sie mit den Gedanken so reden. Und ab dem Moment werden Sie was spüren im Körper. Die Schwingung wird weniger, weil die Gedanken schwächer werden und Sie werden sofort im Körper eine Erleichterung spüren. Das ist eine Übung, wenn Sie die gut machen, das werden Sie merken, dass es Ihnen gleich besser geht. Das ist die Idee dahinter. Nur, wenn Sie es gleich machen, wenn es Ihnen schlecht geht, wird es nicht funktionieren, weil Sie denken gar nicht auf die Übung. Tun Sie wirklich Trockentraining machen. Ja? Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ein bisschen müssen Sie vorher üben. Also wirklich eine wunderbare Übung. Immer, wenn Sie nicht gut drauf sind. Immer, wenn Sie sich über was ärgern oder wenn Sie, ja, Sie Sorgen machen, wenn Sie Ängste haben, probieren Sie das aus. Das klingt banal und ich weiß, verrückt und manche von Ihnen werden Sie jetzt, ich weiß genau, ich war der ganz der Gleiche. Beobachten, da kommentieren, na, das kann nicht sein. Aber ich habe es halt ausprobiert und es hat funktioniert. Und ich würde Sie bitten, probieren Sie diese einfache Methode aus. Die Gedanken-Kontra-Methode. So, beobachten und kommentieren. Jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss, wie schaut es mit meiner Zeit aus? Oh, na, ich bin noch, gut, passt, gut. Ich möchte Ihnen jetzt am Ende zwei für mich ganz, ganz intensive, starke Übungen mitgeben, wo Sie eigentlich sehr schnell Ihre Selbstheilungskräfte unglaublich aktivieren können. Und Sie können damit auch Ihr Immunsystem stärken und das können Sie anwenden, wenn Ihnen nur Ihr Knie weh tut, wenn Sie nur Kopfweh haben, wenn Ihnen einmal schlecht ist oder auch, wenn Sie eine schwerere Krankheit haben. Völlig egal. Wenn Sie das anwenden, tun Sie Ihren Körper positiv beeinflussen. Und ich möchte Ihnen jetzt sagen, wie das funktioniert. Die erste Übung ist, ich nenne die heute die heilende Energie. Und das baut auf drei Phasen auf, diese Übung. Die erste Phase ist, angenommen, ja, Ihnen tut halt was weh, sei es jetzt, oder Sie haben halt eine Krankheit. Meistens sind Sie da nicht so gut drauf, wenn man was weh tut, ne? Da ist man meistens nicht so gut drauf. Jetzt ist es mal wichtig, in der ersten Phase, wenn Sie mit der Übung beginnen, ist es wichtig, Körperhaltung zu verändern. Sie haben schon mal was gehört von der Körpersprache. Ja? Und Sie wissen, je nachdem, wie mein innerer Zustand ist, sagt es mein Körper im Außen. Okay? Also Sie wissen genau, ich glaube, wenn Sie einen Bekannten oder einen Freund haben und den treffen Sie einmal und der kommt auf 20 Meter Entfernung auf Sie zu und wenn der schlecht drauf ist, meistens merken Sie es. Allein der Gang, die Haltung verraten Sie. Ja?
Spital brauche ich Ihnen nicht erzählen, werden Sie kennen, wenn Sie einmal so die Patienten beobachten, im Gang. Wie die da hingehen oft? Hast du schon beobachtet? Nach unten schauen, nicht? Schlürfen sie dahin. Ja klar, die sind nicht gut. Also die wenigsten. Volle Begeisterung durch den Gang. Nicht? Außer sie haben ein paar Achtels voll getrunken, aber normalerweise nicht. Ja? Also man merkt sofort, wenn ich innerlich nicht gut drauf bin, zeigt es mein Körper im Außen. Und bei der Übung ist es jetzt wichtig, wir tun unser System überlisten. Obwohl es uns eigentlich nicht gut geht, obwohl wir vielleicht Schmerzen haben, machen wir mit unserer Körperhaltung etwas, was eigentlich nicht zu unserem Innern zusammenpasst. Und das heißt, wir nehmen eine Haltung ein, so von Stärke. Weil wenn wir krank sind und wir sind gut drauf, sind wir meistens gebückt, gebeugt. Das merken wir gar nicht. Ja? Uns geht es nicht gut, wir lassen den Kopf hängen. Und jetzt nehmen wir eine Haltung ein, wo wir quasi aufrichten uns, die Schulter aufrichten, Kopf in die Höhe und so, hä? Hey. Kennen Sie die alten Westler, die Changos, die was sie immer duelliert haben? Kennen Sie die Haltung? Hey, Johnny! Ja, müssen Sie ja nicht, müssen Sie, können Sie allein machen. Ja? Also, ist immer gescheiter, wenn Sie das allein machen. Ja? Aber diese Haltung, so ähnlich sollte es sein. Ja? So ähnlich. Es geht ja nur darum, stellen Sie sich vor, ich meine, Sie wissen, was ich meine, Ihnen geht es jetzt nicht gut, also haben Sie eher körperlich, wird das Ihr Körper sofort sagen. Jetzt nehmen Sie aber eine Haltung ein bisschen aufrichten. Hey, ich bin stark. Es geht, wenn es einfach, dass Sie sich vorsagen, ich bin stark und Sie richten sie auf. Das genügt. Und wissen Sie, was jetzt passiert mit den Aufrichten? Ihr System kommt völlig durcheinander, weil Ihnen geht es nicht gut und Ihr Körper steht so da, ich bin stark. Also passt das nicht und das ist genau das, was wir wollen. Das heißt, wir gehen in eine Position der Stärke. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, bevor Sie mit der Übung beginnen, es wäre ganz wichtig, und zwar jetzt sind wir über die Gene, dass Sie sich irgendwas an irgendwas erinnern in Ihrem Leben, wo Sie eine unglaubliche Freude empfunden haben. Wo es so etwas sein, wenn Sie sich daran erinnern, wo so richtig das Herz aufgeht. Ja? Wir brauchen eine positive Emotion, Freude. Und zwar genau aus dem Grund, weil wir wollen die Gene so einschalten, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. Ja? Und ich weiß, das erfordert ein bisschen eine Übung, vor allem wenn Sie Schmerzen haben. Aber Sie sehen ja, was wir am Anfang gemacht haben, ja? wie ihr Kopf schon ein bisschen reagiert hat. Ja? Es wirkt sich aus, nur durch die Vorstellung. Es geht einfach darum, ich bin überzeugt, jeder von Ihnen hat schon mal Erlebnisse gehabt, wenn Sie sich erinnern, wo Sie sich zurückdenken, wo Sie wirklich noch in die Freiheit kommen, wo das Herz aufgeht, das war da, egal was es ist. Aber das braucht man. Also, erste Phase, aufrichten. Zweite Phase, dass Sie sich was vorstellen und erinnern noch, diese Freude, dass Sie das empfinden. Und wenn Sie in der Phase sind, Sie sind stark, weil Sie steigen ja dementsprechend her. Sie bringen Sie in der Erinnerung auch in diese schöne, in diese freudige Erinnerung. Und jetzt beginnt die Übung. Klingt jetzt ein wenig komisch, aber alle, die ein bisschen energetischer gearbeitet haben, für die ist das normal. Alle, die noch nicht so gearbeitet haben, das ist wieder der Saboteur. Lassen Sie ihn reden, tun Sie es ausprobieren. Ich sage es immer wieder dazu. Also, die dritte Phase ist jetzt folgendes. Sie stellen sich einfach vor, also Sie stehen stark da, ich bin stark, bin in dieser Erinnerung, mir geht's gut, wenn ich daran zurückdenke, super. So, und jetzt stellen Sie sich vor, wie von oben, egal woher, entweder weißes oder goldenes Licht, egal, durch Ihren Kopf hineinströmt, das ist nur in Ihrer Vorstellung, in der Vorstellung können Sie sich das alles vorstellen, okay? In Ihren Körper hineinströmt und dort, wo es weh tut, ja? Wird es wie ein Laser gebündelt, das Licht. Da wird es ganz hell. Also angenommen, Sie haben Magen weh oder es tut Ihnen da was weh, dann tun Sie es dort bündeln. Gleichzeitig stellen Sie sich vor, wie auch von unten, quasi von unserer Mutter Erde, durch die Füße Licht hineinströmt. Und auch wieder sich dort bündelt, wo es weh tut. Und das Licht soll so hell, also weißes oder goldenes Licht, stellen Sie sich vor. Und glauben Sie mir das, wenn Sie das öfter machen, werden Sie das spüren im Körper, wie es warm wird.
Hat jemand schon mal so eine Erfahrung gemacht mit so Lichtexperimenten? Energie? Ja? Okay. War da Wärme manchmal dabei? Oder so ein Kribbeln? Energie? Okay. Also das werden Sie spüren. Und wenn Sie das machen, in diesem Ablauf, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, also aufrichten, in die positive Stimmung bringen und dann sich vorstellen, wie dieses heilende Licht quasi in Ihren Körper sich verteilt, passiert Unglaubliches. Es schalten Sie dementsprechend Gene ein und aus, Ihr Immunsystem wird extrem gestärkt und gleichzeitig treten Ihre Selbstheilungskräfte voll in Aktion. Und Sie werden merken, egal welche Krankheit Sie haben, es geht schneller. Durch das, dass Sie sich selber aktivieren, werden Sie wieder schneller gesund. Auch wenn Sie jetzt skeptisch sagen, probieren Sie es wieder aus. Gell? Ich sage es Ihnen, bitte probieren Sie es aus. Und Sie werden merken, und wenn Sie nur Kopfweh haben, nur Kleinigkeit, probieren Sie das aus. Sie werden merken, dass sich etwas verändert. Das wäre diese eine Geschichte. Und die zweite Sache, ich nenne sie, das ist noch ganz oben, das heißt Alpha-Heilung. Alpha-Heilung ist die zweite Geschichte. Das ist jetzt auch wieder nichts Mystisches, sondern mir ist draufgekommen, Sie kennen ja alle die Alpha-Wellen, Alpha-Zustand, haben Sie schon was gehört? Ja, also das ist jetzt nichts irgendwie, wie gesagt, Mystisches, sondern das ist, wenn man es mit dem EEG messen würde, gibt es einfach verschiedene Wellen im Gehirn, Beta-Wellen und unter anderem auch die Alpha-Wellen. Das ist jetzt so ein Zustand, naja, ein paar von Ihnen sind schon in dem Zustand. Also das ist, bevor man so einschläft, so ein schlafmüder Zustand, nur so aus der Praxis gegriffen, ja, dass, wenn man jetzt ein EEG machen würde bei Ihnen, das sind diese Alpha-Wellen. Aber Gehirnforscher sind draufgekommen, dass man in den Zustand, wo die Alpha-Wellen sind, sie ganz offen sind für, man nennt es so Suggestionen, Autosuggestionen, schon was gehört, selbst beeinflusst, sie können sich da beeinflussen. Und diese Übung baut auf Vorstellung und Selbstbeeinflussung auf. Und die funktioniert im Prinzip so, Sie sollten in diesem Alpha-Bereich sein und natürlicherweise, wenn Sie es noch nicht gelernt haben, also Sie können es jederzeit selber auch in diesem Zustand bringen, geht es am besten eben knapp am Abend, bevor Sie schlafen gehen, wenn Sie müde sind, oder eben in der Früh, nachdem Sie aufgewacht sind, wo Sie auch noch so schlafmüde sind. Dann wäre die Übung ideal. Ja? Also in dem Zustand machen Sie das. Und wie funktioniert es? Wichtig ist wieder, wenn Sie mit der Übung beginnen, immer wieder probieren, zuerst in die Erinnerung zu gehen, dass Sie mal in diese Freude kommen. Das ist immer eine Basis. Das ist ganz wichtig, das brauchen wir für die Gene. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe da nie was erlebt in meinem Leben, dann blockiert da irgendwas bei Ihnen, weil jeder hat Erlebnisse gehabt, wo einmal das Herz aufgegangen ist. Man muss halt nur ein bisschen nachdenken, dass man so ein Erlebnis findet. Und Sie können dann ja immer das Gleiche nehmen. Ja? Einmal sollten Sie mal so etwas haben, also wieder so, dass Sie in diese Freude kommen. Dann machen Sie Folgendes. Wenn Sie jetzt krank sind, angenommen Sie haben, weiß ich nicht, einen Fuß gebrochen, ja, und der ist eingeschient und alles tut weh, oder Oberschenkelbruch, egal was Sie haben, dann machen Sie jetzt Folgendes in Ihrer Vorstellung, wenn Sie in diesem Alpha-Zustand sind, ja, so schlafmüde, Sie haben sich vorgestellt, Freude, das passt, die Phase haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt machen Sie Folgendes in der Vorstellung, Sie brauchen nichts anderes zu machen, als in Ihren Gedanken, in Ihrer Vorstellung, sich zu sehen, wie alles wieder in Ordnung ist. Sie sehen Sie, was Sie wieder tun können, wenn der Fuß wieder verheilt ist, dass, weiß ich nicht, Fußball spielen, kochen, wandern, Bergsteigen, egal. Stellen Sie sich einfach vor, wie gut es Ihnen geht, wie alles wieder funktioniert und das stellen Sie sich so intensiv wie möglich vor. Also Sie sehen Sie selber, vielleicht Sie spüren auch, wenn Sie mit dem Fuß was tun, der tut nicht mehr weh. Also wirklich ganz intensiv vorstellen. Und jetzt passiert genau das, was ich Ihnen nur als Beispiel am Anfang gesagt habe. Ihr Körper wird darauf reagieren. Warum? Sie beeinflussen Ihr Unterbewusstsein und Ihr Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Vorstellung oder ist das in der Realität so. Das heißt, Sie gaukeln Ihren Unterbewusstsein vor, als wäre der schon gesund. Also arbeiten alle Kräfte dafür, dass er viel schneller gesund wird. Das ist die Idee dahinter. Verstehen Sie? Ich weiß, das klingt jetzt schon wieder so banal und bei ein paar wird schon wieder piep, piep, piep gehen, so ein Blödsinn, okay? Ist normal, lassen Sie es zu, das ist Ihr Verstand, ich verstehe das. Aber
probieren Sie es aus. Wirklich, probieren Sie es aus. Das sind ganz einfache Übungen. Und wenn Sie sich näher dafür interessieren, natürlich ideal wäre, ich habe heute meine zwei Bücher mitgebracht, da habe ich beim Answerbound das erklärt, auf 4 Seiten, wie es, ich glaube 3 Wochen dauert es, wie Sie jederzeit sich in diesen Alpha-Zustand bringen können. Ich mache das zum Beispiel regelmäßig, wenn ich von Flügen heimkomme. Ich muss oft nur 2 Stunden heimfahren, wo ich wohne, und ich bin oft müde. Ich tue mich in den Alpha-Zustand versetzen, maximal 10 Minuten, und es hat so, als hätte ich 2-3 Stunden geschlafen. Ich komme super heim, ich bin auch entspannt, aber ich bin auch trotzdem wach. Und was das Klasse ist, in diesem Alpha-Zustand, ich bin halt dann nicht immer abhängig vom vorn Schlafen gehen, weil oft schlafe ich dann wirklich ein, sondern ich kann mich jederzeit hinsetzen, ich mache die Übung, bin in den Alpha-Zustand und dann kann ich diese Heilung quasi mir vorstellen. Dann wird das super funktionieren. Wenn Sie das auch nicht wollen, dass Sie es selber lernen, ich habe ja alles mitgebracht heute, gibt es noch eine Möglichkeit. Ich habe vor kurzem eine CD auch gemacht, im Studio aufgenommen. Dort leite ich Sie an. Da brauchen Sie es nicht lernen, sondern da hören Sie meine Stimme. Und dort leite ich Sie an, dass Sie in diesen Alpha-Zustand kommen. Und wie es funktioniert mit einer Autosuggestion. Da erkläre ich das, und da brauchen Sie es nicht lernen. Das ist dann noch einfacher, wenn Sie sich für sowas interessieren. Aber ich kann es Ihnen nur empfehlen, probieren Sie diese einfachen Dinge aus. So, zum Abschluss möchte ich Ihnen aber trotzdem noch eines mitgeben, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es ist zwar wichtig, unsere Schulmedizin, und ich bin froh, vor allem dann, wenn ich gar einen Unfall habe, dass mir irgendwer ein Chirurg zusammenfliegt, weil da wäre es blöd, wenn ich sage, na, geben Sie mir 10 Globuli, wenn ich 5-mal die Hand gebrochen habe, sondern mir ist es wichtig, dass Sie verstehen, wenn irgendwas passiert ist, wenn Sie krank sind, haben wir die Medizin, die uns unterstützt. Ja, aber das ist nur eine Unterstützung. Heilen tun Sie sich immer selbst. Und es ist auch wichtig, dass Sie vielleicht nachdenken sollten einmal, warum habe ich diese Krankheit? Woher ist die Ursache von dieser Krankheit? Und selber weiß man es oft nicht, und da gibt es ganz tolle Bücher, ich weiß nicht, ob Sie kennen, die Louise Hay ist eine der Vorreiterinnen, auch der Dalke, den werden Sie vielleicht eher kennen, hat auch Krankheit als Weg. Da sind ganz viele Krankheiten aufgelistet, und er und sie gibt die Ursachen bekannt. Und wenn Sie sie durchlesen, werden Sie draufkommen, stimmt, das ist eigentlich das, mit dem ich im letzten halben Jahr Probleme gehabt habe. Und die Krankheit ist ja ein Symptom, die Ursache liegt ja oft ganz woanders. Ja? Nur, dass Sie auch über das nachdenken, nur über das kann ich heute nicht mehr so viel reden, weil die Zeit haben wir nicht mehr. Aber ich bin vollkommen überzeugt, das ist jetzt meine Glaubenssache, dass es im Leben, es gibt keine Zufälle, sondern es hat alles einen Sinn. Da bin ich 1000%ig überzeugt. Und Schmerzen, Krankheiten, Unfälle sind meiner Meinung nach nichts anderes als Botschaften Ihrer Seele, also unserer Seele, die über den Körper halt ausdrückt, da stimmt was nicht in Ihrem Leben. Ja? Und wenn Sie öfter krank sind oder öfter Unfälle haben, ja, wenn Sie das häuft, wäre es immens wichtig, dass Sie mal nachdenken, anfangen, was passt in mein Leben nicht. Irgendwas stimmt nicht, auch wenn Sie es verdrängen, weil wir tun es ja meistens verdrängen. Wir wollen ja oft sehr unangenehme Dinge nicht sagen. Aber da wäre es wichtig, dass Sie mal drüber nachdenken. Ja, und das gebe ich Ihnen jetzt noch zum Schluss mit. Das ist meine Erfahrung auch, und ich habe mich sehr lange mit solchen Fällen beschäftigt. Merken Sie sich eines, wie schwer eine Krankheit ist, die jemand hat, desto dramatischer sollte wirklich die Veränderung sein, dass er im Leben was verändert. Sich nur darauf zu verlassen, dass mich der Doktor gesund macht, ist ein Weg. Und es kann oft der falsche Weg sein. Ideal wäre die Kombination. Nutzen Sie die moderne Medizin, weil da wären wir blöd, wenn wir es nicht nutzen. Nutzen Sie aber auch Alternativmedizin. Aber das Wichtigste ist das, und das fällt den meisten von uns total schwer, dass wir uns verändern. Weil verändern ist immer mit Unsicherheit verbunden. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.